Hi, welcome back. And Herzlich willkommen zurück. Wir werden noch eine Stunde Lamrim genießen. Ich mache einfach mal weiter. Nazakyan. Was er hier sagt, ist, hör zu. Denke nicht darüber nach, es ist morgen, dich um das Problem zu kümmern. Was bedeutet das? Tu es jetzt, in dem Moment. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man ein Problem hat, dass man traurig ist, dass man sich Sorgen macht, eine ganze Nacht lang nicht schlafen kann und am nächsten Tag erinnerst du dich ans Lamrim. Mach's nicht so. Versuche, das Lamrim-Verständnis sofort einzuschalten, denn dann ist es besonders hilfreich. Es ist so, als würde man den Feuerlöscher erst am nächsten Tag in die Hand nehmen. Normalerweise ist es zu spät, also du musst diesen Instinkt entwickeln, diese automatische Reaktion, dass wenn ein Problem auftritt, du reagierst in der Art, oh, guck mal, ein neues Haustier. Wir sagen gerne, dass Probleme wie kleine neue Haustiere sind. Du trittst sie nicht einfach und jagst sie aus dem Haus, sondern du wendest dich ihnen zu, du streichelst sie und versuchst sie oder lässt sie deine Hand lecken. Befreunde dich mit ihnen. Komm nicht erst 2 Tage später darauf zurück und denke an dein Dharma. Dharma muss sofort angewendet werden. Wenn du Dharma sogar noch während das Problem auftritt anwenden kannst, dann ist es noch kraftvoller. Du musst schnell denken. Du musst einen kühlen Kopf bewahren und deine Balance bewahren. Inmitten eines Desasters musst du dich an das Lamrim erinnern. Dann ist es besonders hilfreich. Nur wenn du mittendrin steckst, kannst du das Problem tatsächlich in eine Möglichkeit verwandeln. Wenn du erst wartest, ist es meistens zu spät und du verlierst die Energie des Problems. Also als ein Mensch bin ich gut darin. Wenn ich ein Problem habe, dann verwandle ich relativ schnell in eine Möglichkeit. Und ein persönlicher Ratschlag von mir ist, warte nicht, tu es sofort. Reagier schnell. Sofort. Besonders wenn du Probleme mit anderen Menschen hast. In dem Moment, in dem ein anderer Mensch dir ein Problem verursacht, dann spring sofort rein, finde einen Weg, um dieses Problem in einen Erfolg umzuwandeln. Warte nicht erst 2 Tage. Du wirst außerdem auch 2 Tage lang nicht schlafen können, weil du dir Sorgen darüber machst. Also wenn du mit irgendjemandem ein Problem hast, spring einfach rein, jetzt, und nutze diese Energie, um es in etwas Positives zu verwandeln. Und dein Leben wird sich in ein Wunder verwandeln. Mein Leben macht einfach nur Spaß, der ganze Tag lang. Ich habe den ganzen Tag über Spaß. Und sogar nachts habe ich Spaß. Und ich schlafe wirklich gut. Ich schlafe manchmal sogar zu gut. Und ich bin froh, dass ich nicht selber in der Klasse sitzen muss, sondern die ganze Zeit rede. Also. Das nächste Bild. Ich war im Flugzeug nach Japan. Und wenn ich esse, dann schaue ich normalerweise einen Film an, weil ich habe versucht, einen Film zu finden, der angemessen ist und nicht unbedingt meine Gedanken durcheinander bringen würde. Und es gab eine Dokumentation über einen jungen Mann, der Motocross gefahren ist. Er war der Weltmeister. Er ist mit seinem Motorrad durch die Wüste gefahren und er ist gestürzt und hat sich sein Rückgrat gebrochen.
Und nichts kann das wieder gut machen. Wenn du dein Rückgrat gebrochen hast, dann wirst du deine Beine nie wieder benutzen können. Und er hat sich das Rückgrat gebrochen bei dem Sturz. Und sie haben die ganze Zeit eine Kamera dabei gehabt, als sie ihn vom Sturz gerettet haben, als sie ihn in das Krankenhaus gebracht haben. Und sie haben ihn ein Jahr lang begleitet mit der Kamera. Er war ein Jahr lang der weltbeste Motocrosser der Welt, und er hat diese wunderschöne Freundin gehabt, die erst an der Seite eines sehr erfolgreichen Mannes stand und dann ihm helfen musste, auf Toilette zu gehen. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie er damit umgegangen ist. Er ist nicht ausgerastet, er ist nicht deprimiert geworden oder ärgerlich. Er hat gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Er hat angefangen, sich zu trainieren und seine Arme zu nutzen und den Rollstuhl. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass er so einfach seinen Stolz über Bord geworfen hat. Er war eine so berühmte Person. Alle Mädchen sind ihm hinterhergerannt und nach dem Unfall wollte niemand mehr was von ihm wissen. Und sein Stolz hat sich einfach aufgelöst. Er hat es so würdevoll getan. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, diesen Film zu sehen, ich empfehle es euch wirklich sehr. Es gibt so viele Menschen, die sich das Rückgrat brechen und auf wunderbare Art und Weise damit umgehen. Und hier sprechen wir von Shantideva. Probleme haben eine gute Sache an sich. Eine gute Qualität. Wenn dein Leben im Kopf steht, dann gibt es etwas Gutes darüber. Es zerstört deinen Stolz. Es zerstört ihn einfach. Und er wurde zu einer sehr bescheidenen, freundlichen Person. Und er hat es aufgegeben, der weltbeste Motocrosser zu sein, aber es hat diesen Unfall gebraucht und dass er sein Rückgrat bricht, dass er seinen Stolz überwinden konnte. Und ich hatte dieses Problem im Diamantenbusiness. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber da gibt es eine Familie, die nach Belgien gezogen ist. Sie wurden eingeladen vom König in Belgien. Sie haben in Mumbai ein großes Kinderkrankenhaus gebaut und ich habe in ihrem Büro gearbeitet und habe dort Diamanten gekauft und bin auf die Toilette gegangen. Und sie haben tatsächlich eine goldene Toilette. Es ist die ganze Toilette besteht aus Gold. Und da sind Flügel dran. Wieso? Die ganze Toilette besteht aus Gold und du kannst sie in verschiedener Art und Weise benutzen. Und er hat eine ganze Autosammlung, der Mann. Es gab eine zweistöckige Parkhaus, wo ausschließlich seine Autokollektion geparkt war. Und er hat mich gefragt, magst du mit zur Hochzeit gehen von meinem Sohn? Und ich sagte, ja, okay. Und sie haben Mumbais Fußballstadion gebucht, 60.000 Sitze. Und sie haben es in ein riesiges Zelt verwandelt mit 60.000 Teilnehmern und haben in diesem Stadion die Hochzeit abgehalten mit 60.000 Gästen. Und auf dem Weg in das Stadion, ich saß im Auto, da haben sie eine Schüssel mit Diamanten genommen und haben auf dem gesamten Weg vom
Büro zum Stadion haben sie Diamanten aus dem Fenster geworfen, die gesamte Fahrt über. Sie waren wirklich sehr beliebt. Sie fahren durch die Slums von Indien und schmeißen die Diamanten auf die Straße. Und ich dachte, wow, das ist unglaublich. Und ungefähr ein Jahr später hatte er einen Schlaganfall. Der Vater der Familie. Er war noch ziemlich jung, er war gerade mal 50 und er hatte einen schlimmen Schlaganfall. Und am nächsten Tag musste er ins Büro getragen werden. Sein Fahrer von der Limousine hat ihn herausgetragen und man hat ihm einen speziellen Stuhl hergestellt und er konnte weder schreiben noch sprechen. Und in Indien respektierst du deine Eltern, du kümmerst dich um deine Eltern und seine Kinder haben ihm diesen riesengroßen Schreibtisch und Stuhl gebaut und sie haben ihn morgens dahingesetzt und dann saß er dort bis nachmittags und dann haben sie ihn wieder nach Hause gebracht, einfach um ihm zu ehren und um ihm das Gefühl zu geben, dass er immer noch Teil der Familie und dieses Business ist. Und ich dachte mir so, wow, gestern hat er noch Millionen von Dollar in Steinen umgesetzt und den nächsten Tag kann er nicht mehr sprechen und nicht mehr laufen. Und es war mir eine riesige Lehre. Es hat mich aufgeweckt. Und ich dachte, wir werden alle so sein. Jeder von uns wird eines Tages genau an dieser selben Stelle sein, früher oder später. Wenn deine Kinder freundlich sind, dann werden sie dich in einen Stuhl setzen, wenn du nicht mehr laufen kannst. Und das wird uns allen passieren. Alle, wie wir hier sitzen in diesem Raum, früher oder später werden wir in dem Stuhl sitzen und sie werden uns füttern müssen, so wie ich meine Mutter letzte Woche gefüttert habe. Vor ein paar Wochen noch war sie meine Aktienhändlerin. Sie hat 10.000 Dollar genommen und sie einfach investiert und jetzt hat sie einen Schlaganfall und ich muss sie füttern, weil sie das Essen selber nicht mehr essen kann. Und sie kann sich an nichts mehr erinnern. Wir sind hingegangen. Also das Gute an dieser Art von Leben ist, du wirst deinen Stolz sofort verlieren. Denn wenn du an ihm festhältst, dann bist du später, machst du dich lächerlich. Das Ganze zu versuchen, jemanden zu beeindrucken, die schlauste Person im Raum zu sein oder die schönste Person zu sein. Am besten gibst du das sofort auf, jetzt, hier. Denn es wird viel einfacher sein, wenn du es aufgeben musst, zu dem Zeitpunkt, wenn Tim uns alle füttern muss. Ich habe meine Mama Pizza gefüttert und wir haben sie rausgefahren mit dem Rollstuhl aus dem Altersheim und sind in ein Pizza-Restaurant gefahren. Und ich habe gesagt, bitte macht keinen Käse drauf, weil der zieht sich dann so und dann fällt er runter. Oder versucht erstmal, also immer wenn wir dran denken, dass der Käse sollte erst kalt sein, denn dann zieht er sich nicht mehr so in Fäden. Dann rutscht der Käse einfach runter und bekleckert die Kleidung. Es wird uns allen passieren. Also seid lieber jetzt lächerlich. Habt Spaß daran. Warum auch nicht? Was habt ihr denn davon, wenn ihr versucht, reich zu sein, schön zu sein oder der intelligenteste Mensch im Raum zu sein? Es ist einfach hoffnungslos. Irgendwann werdet ihr von jemandem mit Pizza gefüttert werden. Es wird so oder so passieren. Also warum nicht sofort euren Stolz über Bord werfen? Seid einfach ein bisschen, macht Spaß. Diese Zeile hier bedeutet mehr als Stolz, sogar Arroganz. Vergib die Arroganz auf, denn du wirst später sowieso ein Dummkopf sein. Korva bedeutet Sansara.
Es ist ein Sansara, ist ein Sansara-R. Wir sind alle Sansara-Spezialisten. Lerner. Es gibt einen bekannten französischen Schriftsteller, wie heißt er noch? Nicht Rousseau. Er sagte, wir leiden alle zusammen einen Tag. Wir sind gemeinsam Leidende den ganzen Tag. Versuche, freundlich zu sein mit jedem, egal wie arrogant sie dir gegenüber auftreten. Wir alle, uns wird es so gehen wie mit. Someone hurts you, let it go before you are fully offended. That's the idea. Lass es gleich fallen. Sobald du ärgerlich wirst, unterbrich diesen Zyklus, bevor du ärgerlich wirst. Das ist ein Lamrim Practitioner, bevor du wirklich ärgerlich wirst und dein Leiden neu andrehst, dreh die Situation ins Gegenteil um. Versuche es zu vermeiden, Fehler zu vermeiden in der Art, wie du reagierst. Und genieße es, dich zu erwischen in der Mitte des, mitten auf dem Weg zum Ärgern. Erwisch dich selbst, bevor du wirklich ärgerlich wirst. Erinnere dich an den Kerl mit der goldenen Toilette. Bevor du noch richtig ärgerlich wirst, erwisch dich dabei und unterbrich den Zyklus. Wie zum Beispiel, wenn jemand dich mitten in einem Film schauen unterbricht, dann überleg doch, ob du unbedingt ärgerlich werden musst. Du musst ihn ja nicht wirklich gleich volle Kanne hassen. Das nächste Bild. Kreditkartenprobleme. Ich glaube, Tim wird nochmal Zeit einrichten, wo wir alle Idioms reviewen. Kreditkartenprobleme. Und dieser nächste Vers kommt vom 7-Punkt Bodhicitta-Training-Text aus dem Lojong-Text. Du und ich, wenn wir einen guten Tag haben, denken wir, dass die Dinge gut laufen. Aber wenn du eine Lamrim-Person bist und einen schlechten Tag hast, dann denkst du, dass der Tag wirklich gut läuft. Er sagt, eine wirkliche Lamrim-Person, wenn sie einen guten Tag haben, sollten sie traurig werden. Und wenn sie einen wirklich blöden Tag haben, sollten sie feiern. Also, 300-Dollar-Wette. Alle sind ganz gespannt. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf welche Art und Weise das was mit Kreditkarten zu tun hat, und ich warte. Und ich wiederhole nochmal, wenn die Dinge gut laufen, dann solltest du es bereuen. Und wenn Dinge schlecht laufen, dann solltest du feiern. Und das hat was mit Kreditkarten zu tun. $150 pro Aspekt, Daniel.
Was wird im nächsten zwei Zeilen von Lojong kommen? Ich glaube, wenn die Dinge gut laufen, dann verbrauchst du all dein Geld auf der Karte. Und wenn die Dinge schlecht laufen, dann hast du Schulden gemacht. Okay, next two lines. Okay, die nächsten zwei Zeilen. Wenn du einen guten Tag hast, von zuvor angesammelten Karma, dass du aufbrauchst, deine Kreditkarte alle machst. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann gehen die schlechten Dinge auf und all die Hindernisse treten in dein Leben. Dann, wenn sie in dein Leben treten und du einen schlechten Tag hast, solltest du dich darüber freuen. Wenn du einen guten Tag hast, dann brauchst du einfach nur dein Limit auf der Kreditkarte auf. Er hat uns nicht gesagt, woher dieses Zitat stammt. Und ich verneige mich vor John Brady und seinem Projekt. Ich könnte überhaupt gar nichts von dem, was ich hier tue, tun, wenn wir eure Datenbank nicht hätten. Ich schwimme den ganzen Tag in deiner Datenbank und ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Und es wird die Welt verändern. Früher oder später. Dieses Lojong wurde von Trichang Rinpoche zitiert und auch von Pabonga Rinpoche und niemand sonst hat es jemals zitiert. Und er hat nicht gesagt, wer diese Zeilen ursprünglich gegeben hat. Die Kreditkartenzeilen. Und ich musste es lange suchen in der Datenbank von John Brady. Und es gab einen Typ namens Jason, der hat 3 Jahre lang, und das ist schon lange her, er war noch ein junger Mann, er war ein ziemlicher Nerd. Und es gibt da eine komische Sache. All diese Klöster in der ganzen Welt geben Daten ein und sie drucken davon Bücher und dann schmeißen sie die Daten weg. Sie geben das Buch ein, damit sie es veröffentlichen können und dann schmeißen sie die Daten einfach weg. Und wir sind rumgegangen und haben die Menschen gebeten, diese Daten zu behalten und uns zu geben, bevor sie sie entsorgen. Und er ist zu einer Nyingma-Gruppe gegangen. Es ist eine andere Tradition als unsere. Und er hat sie, hat darum gebeten, um die Daten. Und der Grund dafür, warum es bei uns in der Gelubka-Linie nicht zitiert wird, ist, dass es aus der Nyingma-Linie stammt. Also ich werde die ursprünglichen Daten wirklich ehren und obwohl sie zu Nyingma gehören. Es wird nie genannt als ursprüngliche Quelle, aber das ist sie. Und ich glaube, sie wurde auch zuvor von niemandem gefunden. Also danke, John Brady. Das Buch heißt im Übrigen Der Tanz im Lotusgarten. Es ist ein Gesang in Harmonie mit den Lehren der Götter. Es ist ein ziemlich cooler Titel. He has a long section here about. Er hat hier einen langen Abschnitt über die Gefahren, wenn dein Leben zu gut läuft für eine längere Weile. Und wir haben das zuvor auch schon benannt, wenn du zum Beispiel einen Job bekommst
oder es dir ziemlich gut geht und du in der Hierarchie, in der Organisation aufsteigst, dann gibt es da diese inbegriffene Gedanken, dass es für immer anhalten wird. Zum Beispiel der Erfolg im Unternehmen, wenn du eine bestimmte Position erreichst, dann gibt es diese natürliche Tendenz, dass es für ewig andauern wird. Und das verletzt dich in deiner Lamrim-Praxis, denn es wird nicht anhalten. Ich gehe noch ein Stück weiter. Bis hierhin habe ich es gecheckt, ab hier schwimme ich ein bisschen. Er sagt, Tsung bedeutet Gefängnis. Und wenn Dinge wirklich gut laufen, dann ist es ein goldener Käfig. Es ist ein schönes Gefängnis. Ein angenehmes Gefängnis, wenn Dinge gut laufen. Und dann sagt jemand anderer, die geringste Position im Raum ist die Position eines Buddha. John, der sich um die Toiletten kümmert und anonym Bänke baut hier in Diamond Mountain. Ich habe heute früher gehört, dass niemand weiß, wo die ganzen Bänke sind, außer John. Wenn du hier durch die Gegend läufst und einfach einen Spaziergang, eine Wanderung machst, dann wirst du irgendwo plötzlich eine Bank zum Ausruhen finden und Joe hat die alle gemacht. Und er ist jetzt schon seit 12 Jahren hier und er genießt es tatsächlich und er bevorzugt es sogar, nicht darüber zu reden, über das, was er tut und anonym zu bleiben. Und hier im Text wird gesagt, die Person, die die geringste Position annimmt, wie zum Beispiel Toiletten zu putzen, diese Person ist in der Position eines Buddhas. Diejenigen, die die geringsten Positionen anstreben, gehen oder erlangen die höchste Position eines Buddhas. Brahm war der Student, der Lehrling von Atisha. Atisha hatte einen Schüler in Tibet und der war sehr besonders. Er war ein sehr hoher Lama und ein Geschäftsmann. Er ist kein Mönch gewesen. Er hat geholfen, den Buddhismus in Tibet zu starten. Jemand, der wie bei uns ECI einfach hilft, aber er war ein einfacher Geschäftsmann und zugleich ein großer, großer Kadampa-Lehrer. Er geht die Straße entlang und ist einem Bettler getroffen. Und er würde immer anhalten und würde, weil er wusste, dass dieser Bettler ein gutes Herz hat, würde sich dieser hohe Lehrer immer verneigen und eine volle Niederwerfungen im Schmutz vor diesem Bettler machen. Wir sollten, wenn uns jemand lobt, sollten wir unglücklich sein. Und wenn uns jemand kritisiert, sollten wir uns freuen. Denn wenn uns jemand kritisiert, gibt es immer etwas Wahrheit dahinter. Irgendwo da drin gibt es eine Wahrheit, selbst wenn dich jemand angreift und dich kritisiert und du unschuldig bist. Normalerweise gibt es irgendetwas Kleines, eine kleine Wahrheit darin, wenn jemand etwas Schlechtes über dich sagt. Oft, ich würde sogar sagen, meistens gibt es ein
einen kleinen Anteil von Wahrheit. Es ist nicht ganz wahr, aber es gibt etwas, was stimmt. Sonst würde man dich nicht kritisieren. Wenn das Wasser das niedrigste, den niedrigsten Platz im Tal erreicht, dann kannst du nicht tiefer sinken. Also wenn du eh an der niedrigsten Stelle stehst, dann kannst du nicht weiter absteigen. Das Problem damit, wenn man von anderen gelobt wird, ist, dass es deinen Stolz füttert, wenn dich jemand lobt. Und es ist besser, dass sie dich gar nicht erst sehen. Wenn Menschen dich kritisieren, dann fühlt es sich in dem Moment nicht gut an. Aber später, nachdem die Menschen dich kritisiert haben, am nächsten Tag, in der nächsten Woche oder 10 Jahre später, wenn du nicht vergessen kannst, was sie gesagt haben, Dakne hier im Text heißt, du wirst dein Verhalten untersuchen. Selbst wenn etwas nicht stimmt, wofür du kritisiert wirst, du wirst dein Verhalten prüfen und es wird dir helfen. Die natürliche Tendenz ist, wenn dich jemand kritisiert, dass du sagst, das habe ich nicht gemacht. Aber du kannst nur sagen, dass du es nicht getan hast, wenn du vorher wirklich geprüft hast, dass du es nicht getan hast. Also du musst auf jeden Fall auf dein Verhalten schauen. Und du wirst vorsichtiger sein danach. Wenn dich jemand beschuldigt, betrogen zu haben mit Geld, dann selbst wenn es nicht stimmt, wirst du vorsichtiger sein in Zukunft, wenn du mit Geld umgehst. Die Übung darin, im Umgang mit Kritik, ist die Fähigkeit von Göttern, die Praxis, Kritik zu nutzen, um dich zu verbessern, sogar wenn es nicht stimmt, ist unglaublich hilfreich. Der Punkt ist, dass du inmitten einer schwierigen Situation, dort musst du es rausziehen, das Lamrim. Es ist fast sinnlos, erst 2 Tage später darüber nachzudenken. Du musst es sofort anwenden. Sogar wenn Dinge wirklich gut laufen, er sagt, schau, ich versuche dir beizubringen, wie du auf Kritik reagieren kannst. Aber ich möchte auch, dass du achtsam bist, wenn die Dinge wirklich gut laufen und dass du dankbar bist. Dass du darüber weißt, dass es von deinen guten Taten kommt. Also es geht nicht nur darum, dass du darauf warten sollst, kritisiert zu werden, um Fortschritt zu machen. Selbst wenn Menschen dich gerade nicht kritisieren und sie dich loben oder dir danken, dann darfst du das auch feiern. Du darfst es genießen. Lerne, dein gutes Karma zu genießen. Lerne, dein schlechtes Karma zu nutzen als Inspiration, dich zu verbessern. Und lerne gleichzeitig, dein gutes Karma zu genießen. Und viele der Menschen, die ich kenne, wir haben so diese Sache in DCI, die nennt sich Kaffeemeditation. Die sollst du abends machen, am Ende des Tages. Und viele Menschen haben damit tatsächlich ein Problem. Ernsthafte Probleme, ihre guten Taten am Ende eines Tages zu genießen. Aber es ist eine buddhistische Praxis, am Ende des Tages, bevor du einschläfst, sollst du über all die guten Dinge nachdenken, die du am Tag gemacht hast.
Und wenn du über Probleme nachdenken willst, dann tu das morgens. Ich sage sogar noch, tu es, wenn die Sonne scheint, dann sehen sie kleiner aus. Also wenn du Probleme hast, das Schlimmste, was du machen kannst, ist abends, wenn du ins Bett gehst, drüber nachzudenken. Also, wenn du jetzt schon drüber nachdenkst, bevor die Probleme tatsächlich auftauchen, gewöhne dir an, abends an die guten Dinge zu denken, die du getan hast. Hast du schlechte Sachen gemacht? Ja. Haben Menschen dich angeschrien? Ja. Hast du finanzielle oder familiäre Probleme? Ja. Denke über diese Probleme am Morgen. Heb sie dir einfach auf, bis die Sonne scheint. Über deine Probleme nachzudenken, wenn du müde bist, am Ende eines Tages, ist ein Desaster. Es ist einfach nur dumm. Es beweist, dass du Probleme haben solltest, okay? Also, am Ende eines Tages, wenn du deinen Kopf aufs Kopfkissen legst, wenn dein Kopf das Kopfkissen berührt, dann solltest du instinktiv über die guten Dinge nachdenken, die du an dem Tag gemacht hast. Und es gibt einen Witz im Kloster. Ah, du hast halt den ganzen Tag nichts Gutes gemacht? Ja, dann denk einfach über die Sachen, die du gestern gemacht hast. Und wenn du auch gestern nichts Gutes gemacht hast, dann denk einfach über die guten Dinge, die du letzte Woche oder letzten Monat oder letztes Jahr oder vielleicht sogar in deinem letzten Leben getan hast. Du musst was Gutes getan haben, sonst wärst du nicht hier. Richtig? Es gibt immer etwas, über das man sich freuen kann, über das man nachdenken kann, wenn man ins Bett geht. Niemand ist so böse, dass er nichts hat, über das er sich abends freuen kann. Du kannst auch über die guten Taten anderer Menschen nachdenken. Das ist so die Versicherungspolice. Und selbst wenn du selbst nichts Gutes getan hast, dann freue dich über die guten Dinge, die andere Menschen tun, wie Ale und Tim, die einen Lamrim-Retreat für uns organisieren, okay? Das ist auch okay. Also, es ist Du darfst keine schlechte Nacht haben. Wenn du eine schlechte Nacht hast und wenn du im Lamrim bist, darfst du nicht über Probleme nachdenken, wenn du ins Bett gehst, okay? Mach's morgens. Ich mache es nicht gleich, wenn ich aufwache, weil ich bin muffelig, wenn ich aufstehe. Ich werde erst meinen Toast essen und einen Kaffee trinken. Und dann sieht der Tag schon viel besser aus. Und ich denke über meine Probleme nach, wenn ich einen Kaffee in der Hand habe. Dann ist es alles irgendwie einfacher. Also, selbst am nächsten Morgen, wenn du etwas isst, warte bis zu diesem Zeitpunkt. Denke nicht über Probleme nach, wenn du Hunger hast. Und dann werden deine Probleme so klein aussehen. An die Hälfte deiner Probleme wirst du dich am nächsten Morgen nicht mal mehr erinnern können. Nipa bedeutet Teil 2. Und er sagt Gyurva. Was heißt das? Ja, transformieren. Er spricht hier darüber, über verschiedene Methoden zu transformieren. Die erste war Chobe, wie man ein Problem transformiert. Und er sagt hier, nütze deine korrekte Weltsicht. Tunang bedeutet, ich versuche gerade ein gutes Beispiel zu denken. Wenn du zum Beispiel von Tucson aus hierher fährst, dann kannst du teilweise Illusionen sehen. Es sieht teilweise aus, als wäre da Wasser auf der Straße, denn das Sonnenlicht reflektiert sich auf dem Asphalt und es sieht aus, als wenn Wasser lang fließt. Und das nennt sich Tunang. Wie eine Illusion. Wenn du
Wenn du eine Illusion siehst, dann ist es die, sind es die vier Körper eines Buddhas. Hat ein Buddha dann also vier Paar Schuhe, acht Füße? Nein, es sind einfach vier Aspekte eines Buddha-Körpers. Was sind diese vier? Ja, der Körper, der Emanationskörper, der Paradieskörper. Wenn sie in ihrem Himmel sich befinden. Man könnte Weisheitskörper, ihr Geisteszustand, was die Erleuchtung ist, und ihr Leerheitskörper, das so viel bedeutet wie ihr Stiftkörper, the pen body. Was bedeutet das? Einfach nur die Tatsache, dass ihr Körper nicht aus sich selbst heraus existiert. Sie haben einen Teil ihres Körpers, der er existiert nicht aus sich selbst heraus. Und diesen Körper habt ihr bereits. Und wenn Menschen sagen, ihr habt einen Buddha in euch oder ihr seid schon Buddha, dann stimmt das denn? Ihr kommt nicht von euren Samen. Egal, wie kahlköpfig ihr seid. Das kommt nicht von euren Samen. Also ihr habt bereits 25% eines Buddha-Körpers. Nicht schlecht. Wann habt ihr den erhalten? Nie. Der war schon immer da. Ihr hattet ihn schon immer. Alle Lebewesen haben das Potenzial, ein Buddha zu werden. Und es kann nicht weggenommen werden. Egal, wie schlecht ihr euch benehmt, egal, wie sehr ihr euer Leben an die Wand fahrt, ihr habt immer noch einen Buddha-Körper. Und das nennt man Tathagata Garba. Tathagata Garba. Tathagata bedeutet Buddha und Garba ist der ist die Gebärmutter, aus der die eure Buddhahood entsteht, und auch Männer haben diese Gebärmutter. Er sagt hier, er spricht über die Leerheit der Welt und der Dinge, die passieren. Also wenn Dinge schief laufen oder gut laufen, lass uns jetzt über Leerheit sprechen. Wie kannst du die Dinge mit Hilfe von Leerheit verändern? Das bedeutet, das ist ein System aus vergangenen Tagen. Die zweite Art, dein Leben zu verändern mit Leerheit, etwas anderes als nur deine Haltung darüber zu verändern. Also du sollst nicht einfach nur so tun, als wärst du glücklich über deine Probleme und sollst es dir schönreden. Nein, hier geht es um Leerheit. Er sagt, das war die Gewohnheit in alten Zeiten und wir haben diese Gewohnheit nicht mehr. Es ist etwas ungewöhnlich für die Menschen der modernen Zeit. Und er sagt hier, jetzt wird es etwas philosophisch. Vorher war es, deine Haltung anzupassen, aber jetzt schauen wir die Leerheit deiner Probleme an. Und anstatt zu denken, dass dein Problem eine Möglichkeit ist, lass uns jetzt zur Leerheit deines Problems kommen. Und das ist schwieriger. Das ist viel schwieriger. Kann es losgehen? Seid ihr soweit? Wir haben noch etwas Zeit. 6 Minuten. Ich liebe es, auch 5 Minuten noch zu nutzen. Woher sind deine Probleme denn in allererster Stelle gekommen? Lass uns schauen, was die wahren Ursachen sind. Also anstatt nur zu versuchen, dein Problem in eine Möglichkeit zu verwandeln. Lass uns die Ursachen finden. Wo hat es angefangen? Und die Antwort ist, es hat nie begonnen.
Okay, ich sag's nochmal. Bevor wir darüber gesprochen haben, unsere Probleme in Möglichkeiten zu verwandeln, oder zuvor haben wir darüber gesprochen, aber jetzt fragen wir uns, wo kommen sie her? Und du musst dir selbst antworten, sie haben nie begonnen. Die Wahrnehmung, dass ein Problem begonnen hat, ist bereits ein Fehler. Das Gefühl, dass ein Problem begonnen hat, ist bereits eine Illusion. Also vergiss es, ein Problem in eine Möglichkeit zu verwandeln. Kein Problem hat jemals angefangen, zuallererst. Die Praxis, ein Problem in eine Möglichkeit zu verwandeln, basiert bereits auf einer Illusion. Ich sage es nochmal. Ein Problem in eine Möglichkeit zu verwandeln, ist bereits eine Illusion. Ein Problem, das dir bereits begegnet ist, in eine Möglichkeit zu verwandeln, ist eine Illusion. Es gibt ein tieferes Level, dieses Problem zu lösen, denn es ist eigentlich nie passiert. Es gibt eine tiefere Ebene, wie du mit deinem Problem umgehen kannst, welche darin besteht, dass du anerkennst, dass zuallererst diese Probleme nie begonnen haben. Also wenn du auf einen niedrigschwelligen Lamrim denkst, dann denk einfach über die Kreditkarte nach. Immer wenn du glücklich bist, dann freu dich, wenn du einen guten Rahmen hast und Geld ausgeben kannst, und betreibe gutes Kreditkartenmanagement. Aber übrigens, es gibt auch keine Kreditkarte. Das ganze Ding ist eine Illusion. Und darüber werden wir noch sprechen müssen. Und es ist eine großartige Überleitung für das Lamrim in Guadalajara. Wir können das nicht in 4 Minuten abhandeln. Aber ich kann euch die Frage jetzt schon mitgeben und ihr könnt sie dann mit nach Guadalajara bringen, falls ihr nicht selber hinkommen könnt und ihr ein totaler Verlierer seid. Dann macht es wenigstens online. Denn wir werden tief eintauchen in die Leerheit eurer Probleme. Es ist viel, viel tiefer und es gibt viel kraftvollere, nämlich eine ultimative Lösung für eure Probleme. Heute und dieses Mal könnt ihr euch noch feiern und euch freuen, wenn ihr einen schlechten Tag habt, als ihr die schlechten Samen verbrennt. Aber wäre es euch nicht lieber, ihr hättet gar nicht erst schlechtes Karma, was aufgeht? Also bitte, bringt mich nicht dazu, euch beizubringen, wie ihr euer schlechtes Karma managen sollt und damit umgehen sollt. Wir wollen über Leerheit sprechen und wollen verstehen, wo die Probleme an allererster Stelle herkommen. Und hier gibt es einen Vorgeschmack für euch, eine Vorschau für Guadalajara. Und wir werden sofort gleich am ersten Tag in Guadalajara reinspringen und alle damit verwirren. Zu sagen, dass ein Problem in deinem Leben aufgetreten ist, begonnen hat, ist so, wie würdest du sagen, es gab eine Zeit, in der du keine Probleme hattest und diese Zeit veränderte sich in eine Zeit, in der du das Problem hattest und das heißt, das Problem hat irgendwo begonnen. Ich sage es nochmal. Wir sind clever, wenn wir Probleme in Möglichkeiten verwandeln, aber es hängt davon ab, dass wir ein Problem haben. Und ein Problem zu haben heißt, dass es eine Zeit gab, in der du kein Problem hattest. Und nach einer Weile gab es plötzlich ein Problem, okay? Und das nennt sich in Englisch und auch in Deutsch, dass ein Problem begonnen hat in meinem Leben. Jemand hat dich verletzt, jemand hat dich kritisiert, du hast ein finanzielles Problem, es hat begonnen. Und das heißt, da ist irgendwo eine Linie. Dass etwas beginnt, heißt, da muss es eine Grenze geben zwischen kein Problem und Problem. Kein Problem und plötzlich ist da ein Problem, okay? Es gab kein Problem und dann hatte ich plötzlich ein Problem. Und das heißt, da scheint es in eine Grenze zu geben in der Zeit. Tim lässt mich zum Beispiel 8,
49 noch weitermachen. 8.49 Uhr hatte ich kein Problem, aber 8.50 hatte ich plötzlich ein Problem, das ich in eine Möglichkeit verwandeln sollte. Aber Nagarjuna sagt, ich will nicht darüber sprechen, wie ich Probleme in Gelegenheiten verwandle. Ich will darüber sprechen, wo hat das Problem überhaupt angefangen? Und es ist so wie da, 8.49 Uhr hatte ich noch kein Problem, aber 8.50 Uhr habe ich einen Anruf erhalten und dann hatte ich plötzlich ein Problem. Also Nagarjuna, wenn du diese Linie haben willst, 8.49 Uhr, eineinhalb, bis ich den Anruf bekommen habe, hatte ich kein Problem. Und dann hat meine Frau etwas zu mir gesagt, zum Beispiel, dass das Haus niedergebrannt ist. Und wenn du sagen willst, da gibt es einen Punkt, wo das Problem beginnt, dann ist das der Punkt in der Zeit, an dem mein Problem begonnen hat. Und dann fragt er dich aber, in welcher Sekunde, als du von deiner Frau die Nachricht erhalten hast, als sie es gesagt hat oder brennt gesagt hat oder wann? Wann begann das Problem? Übrigens ist es eine wahre Geschichte. Jemand hat den Herd angelassen, ist nach Diamond Mountain gefahren und es ist nicht ganz abgebrannt, aber es war tatsächlich knapp. Also, wann hat das Problem begonnen? Nagarjuna wird uns immer fragen, an welchem Punkt hat es begonnen? Als du Feuer gesagt hast oder er Feuer? Wo hat das Problem begonnen? Als sie ihre Nachricht vollendet hat und dir gesagt hat, es hat gebrannt? Oder wo? War das am Anfang des Satzes oder am Ende des Satzes? Und dann sagst du einfach zu Nagarjuna, halt doch einfach den Mund. Und er sagt, nein, es ist keine dumme Sache, dich zu fragen. Hattest du am Anfang des Satzes ein Problem oder am Ende des Satzes? Und du fragst ihn einfach, wen interessiert das schon? Und dann sagt er, kriegst du das nicht mit? Es gibt keinen Anfang. Du kreierst diesen Anfang. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Du kannst den Punkt nicht ausmachen, an dem das Problem begonnen hat oder endet. Du kommst gerade mal ganz knapp an die einzelnen Worte. Also, es gibt kein Anfang, kein Ende. Als du gehört hast, es ist niedergebrannt. Du kannst es gar nicht gehört haben. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass dieses Problem begonnen hat, als du diese Nachricht gehört hast. Das gesamte Ding ist eine Illusion. Sie hat nie gesagt, es ist abgebrannt. Alle deine Probleme sind Illusionen. Von Anfang an. Vergiss Lamrim-Management deiner Probleme. Versuche zu verstehen, dass sie nie existiert haben. Und das zuallererst. Sie haben nie wirklich begonnen. Lerne die Leerheit dahinter zu verstehen. Also, wir sehen uns in Guadalajara. Hier kommt ein anderes Problem. Ich nehme an, das Retreat wird nie anfangen. Oder es endet nie. Wir werden dieses Event mit einer Illusion enden. Es gibt so viele Menschen, die das überhaupt hier möglich machen. Viele von euch hier sehen, wie die ganzen Mitarbeiter hier rumlaufen. Ihr seht den Tech-Tisch, ihr seht Venerable Jigme. Wir sehen Adriana nicht häufig, aber sie ist auch hier. Sie sind alle im Hintergrund und machen das möglich. Ihr solltet wirklich dienen. Und plötzlich wird ein großartiges Event entstehen. Was hat dieses Event möglich gemacht? Wer hat es erschaffen? Ja, eure Samen.
Es gibt so viele Menschen, die hier unterstützt haben. Ihr seht die, die hier vor Ort sind, aber es gibt so viele Menschen, die ihr gar nicht sehen könnt, die nicht hier sind, die online sind, die Teil von ACI sind. Und unser großartiges Freiwilligenteam, können wir bitte das Video spielen, die all diese Menschen zeigen? Können wir das kurz einblenden? As you can see, there's so many. Wie ihr sehen könnt, es sind so, so viele Dinge, die passieren bei ACI, die niemand sieht. Und alleine die neuen Sprachen, in die wir live übersetzen und die Verfügbarkeit, die wir damit in der ganzen Welt ermöglichen können. Wir starten mit einem Lehrertraining, ich glaube im Juni, bevor wir ins Retreat gehen. Und in den nächsten Jahren erwarten wir, dass wir über 100 zertifizierte Lehrer haben werden. Und dann werden wir eine große Explosion an Lehrern haben und an Schülern haben. Und das Coole an dem ACI-Team ist fast vollständig unabhängig. Es läuft vollkommen alleine. Wenn ihr noch daran denkt, wie es vor ein paar Jahren außer beim Lam Rim, wir haben gedacht, ach, wir treffen uns einfach und machen es. Und es ist unglaublich, wie viel Zeit und Aufwand reingeht in
diese Koordination in dieses Team und sie haben ein neues, sie haben eine neue Aufgabe, denn ich werde einen Monat weg sein. Sie werden dies Lamrim in Kyoto vorbereiten alleine. Und sie können das mittlerweile noch ganz alleine stemmen und das ist wirklich schön. Und ich habe ein paar mehr Dankeschöns zu verteilen unserem Retreat-Producer Alejandra Yasso. I don't know if you guys know, but 6 years ago, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Alejandra, vor 6 Jahren war sie eine Freiwillige hier in Diamond Mountain. Und zwar hat sie hier im Zelt übernachtet und Camping funktioniert hier super. Der Wind weht ständig, es brennt immer. Und sie hat sich von dort entwickelt und hat dieses heutige Event hier produziert. Bitte, bitte bleib, bitte mach weiter mit dieser wunderbaren Arbeit. Es ist wunderbar zu sehen und es ist vielleicht auch eine Inspiration für all eure Freiwilligen, für euch da draußen, um das Tonglen Study Grant zu vergeben. Wir haben wirklich gutes Geld gesammelt. Wir können Menschen Geld geben und eine Arbeit geben. Und es gibt unglaublich viele Freiwillige jetzt schon, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und bei ECI das ist unsere Spezialität, dass wenn ihr, sie sind wirklich gut im Recruiting und sie geben Menschen karmische Gelegenheiten, Samen zu pflanzen. Es ist so wichtig, Gelegenheiten zu schaffen, in denen ihr dienen könnt. Und danke, Ale, dass du das für uns organisierst. Ich würde gerne auch sagen, dass Ale ist der Beweis dafür, dass man auch mit Familie dienen kann. Sie hat einen kleinen Sohn und das macht sie noch obenauf auf ihre familiären Aufgaben. Danke, Ale. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Es gibt in Sintiens Schmucksortiment, ein Rose mit Diamant, ein Tonglen Armband, was Ale gerade erhalten hat. Wir haben einen ganz eigenen Arbeitsstil entwickelt bei ACI, um die Herausforderungen zu meistern und Gelegenheiten zu schaffen, in denen Menschen Samen pflanzen können. Und wir haben ein ganz neues Businessmodell aufgesetzt. Ich weiß noch nicht, wie wir das stemmen werden, aber wir sind sehr dankbar, Sunam, dass wir dich hier in Diamond Mountain haben. Und ich finde, Diamond Mountain und ACI sollten zusammenarbeiten. Wir sind so froh, dass wir übergreifend über beide Organisationen zusammenarbeiten und kooperieren. Und wir haben so viele Synergien. Und zu sehen, was aus Diamond Mountain in den all den Jahren geworden ist und dass wir ein neues Level erreicht haben, das ist auch zum großen Teil dir zu verdanken, Sunam. Ich habe einen Spickzettel. Lieber Tim,
Danke, dass du mir ein Freund bist. Der Partner, dem ich immer meine ganzen Beschwerden abgeben kann. Danke, dass du immer an meiner Seite bist und dass du all das hier möglich gemacht hast. Ich danke dir. Wir haben noch ein Dankeschön. Komm, schnell. Beide. Yeshala, wir wissen, dass deine Teachings unbezahlbar sind und im Namen aller Studenten hier vor Ort und online möchten wir dir diesen Umschlag überreichen und dir danken für alles, was du für uns tust. Leute fragen mich, wie sie helfen können, wie ich gesund bleiben kann. Und eine Methode ist, dass die Lernenden sollten harmonisch miteinander umgehen. Das Karma, einen gesunden Lehrer zu haben, ist es, dass die Schüler sich untereinander verstehen und unterstützen, dass sie in Harmonie lernen und Menschen wie Tim und Sunam, dass sie zusammenarbeiten und wirklich zusammenarbeiten, macht mich extrem glücklich. Ich kann das gar nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin, die Harmonie zu sehen in all unserer Organisation. Wir haben 18, 19 Gruppen und die Harmonie in allen ist die größte, die wir jemals hatten in unserer Geschichte. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich mag es. Und es ist ein sehr, sehr hohes Level an Übernahme von Verantwortung, miteinander arbeiten. Und alle Direktoren der 18, 19 Organisations helfen sich wirklich gegenseitig und arbeiten Hand in Hand. Und sie lachen wirklich ehrlich einander ins Gesicht. Und ich muss sagen, dass mein Leben im Moment extrem schön ist. Die Harmonie, die ich sehe in der Art, wie Menschen miteinander arbeiten, ist extrem schön und das bedeutet mir alles. Und ich verbeuge mich vor euch und danke euch für eure viele Arbeit. Danke. Wir haben ein paar Sachen umgestellt in der Art und Weise, wie wir unsere Programme gestalten. Und ich denke, wir sollten mit einer Widmung enden. Rob, kannst du uns bitte anleiten? And Lama Tsopa. Lama Tsopa. Ich glaube, das Worldview-Netzwerk ist ein guter Ort für eine Wiedergeburt, falls du Interesse daran hast. Danke. Danke euch allen.
Right, so we'll see you in Kyoto. Wir sehen euch in Kyoto und in Guadalajara. Informationen erhaltet ihr. Dankt euch für alles. Dismissed. Not yet. Oh. Thank you, Geshe-la, for your teachings. Vielen Dank, Geshe-la, für deine Teachings. Bitte, bitte bleibe. Wir möchten euch gerne uns zu unserem Follow-up-Programm einladen. Wir werden eine Session mit Rebecca Winnerkur und anderen Lehrern haben. Bitte schaut auf der ACI-Plattform nach. Wir möchten uns bedanken für alle Arbeit der freiwilligen Unterstützer. Ihr seid die wahren Helden dieser Programme. Wir sehen uns.